Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem Happy Baby Blog und heute habe ich den Kitty Kickle Move 3 meiner Schwester überreicht. Das ist nämlich hier schon mal die Babywanne. Die habt ihr ja gerade schon in einem anderen Kit gesehen und jetzt geht es um den Sportwagenaufsatz, um dieses super schöne, leichte Teil. Auch in der wunderschönen Farbe Pink, in einer richtig tollen Farbe, wie ich finde. Und ihr könnt euch natürlich denken, es ist ein Mädchen. Ja, gehen wir doch mal den Sportwagenaufsatz durch. Ganz oben befindet sich natürlich die Sonnenblende. Was ich besonders toll finde, genauso wie auch bei der Babywanne, ist, dass man diese Sonnenblende sehr tief runterziehen kann. So ist das Kind auf jeden Fall vor sämtlichen Witterungen geschützt. Wenn ihr ein bisschen näher kommt, dann seht ihr hier nochmal ein Sichtfenster fürs Kind. Beziehungsweise ist das auch für die Mama, um das Kind zu beobachten, wenn der Buggy in Fahrtrichtung aufgebaut wird, weil wir können ja den Aufsatz in beide Richtungen drehen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und man kann das auch verschließen. Weiter im Test geht es um die Sicherheit dieses Sportwagenaufsatzes. Und zwar kann man das hier an der Seite ablösen, diesen Frontbügel, auch mit einem Klick. Und hier sehen wir diesen 5-Punkt-Gurt, wo das Kind sicher transportiert werden kann. Und das ist auch ganz einfach. Ich habe das schon ausprobiert vorhin. Man setzt das Kind rein. Die beiden Teile gehen übereinander. Und klick. Dann ist das fest. Wir ziehen hier an der Schlaufe. Dann sind die Gurte fest am Oberkörper des Kindes fixiert. Und um die Gurte wieder zu lockern, einfach hier auf Press drücken und dann wieder lockern. Total einfach. Ziehen und wieder lockern. Es ist total idiotensicher, weil es ist hier sogar noch markiert mit einem Press. Finde ich sehr, sehr gut, weil manchmal, wenn es regnet, muss es ja schnell gehen und wenn man nicht genau weiß, wie das funktioniert, dann steht man schon mal da vor dem Auto und verzweifelt ein bisschen. So, weiter geht's. Frontbügel wieder zu. Apropos Frontbügel, schauen wir uns den nochmal genauer an. Wir sehen hier direkt einen Regenschirm aufgezeichnet als Markierung. Was kann es anderes sein als ein Regenschutz für die Füße? Das finde ich persönlich total super durchdacht. So bleiben die Füße unseres Babys super schön trocken. Da hat jemand wirklich auch wieder sehr gut mitgedacht. Das finde ich toll. Da muss man nicht extra noch etwas irgendwie mitschleppen in der Wickeltasche oder unten drunter, im Einkaufskörbchen. So ist das einfach direkt dort, wo es auch hingehört. Und genauso einfach ist das auch wieder verstaut. Okay, testen wir mal weiter. Genauso sinnvoll wie praktisch ist auch dieses Fußteil für die Kinder. Das kann man wunderbar verstellen, so wie man es auch gerade braucht. Ganz waagerecht oder komplett nach unten. Wenn es richtig kalt ist, kann man natürlich auch einen Fußsack bestellen und dann fährt das Kind sicher und warm mit Mama durch die Gegend. Kommen wir nun zum Testergebnis. Ich persönlich finde diesen Kitty Kickle Move 3 wunderbar. Ebenso wie die Babywanne finde ich auch den Sportwagenaufsatz super praktisch. Er ist auch sehr leicht. Und wie der Name schon sagt, klick, wir hören es auch. So einfach ist auch der Sportwagenaufsatz zu lösen. Ganz leicht, ganz einfach und wunderbar im Kofferraum zu verstauen. In diesem Sinne, Testergebnis bestanden. Gute Fahrt.